Lernst du Deutsch und weißt nicht, wie du eigentlich sprechen übst? Oder du hast schon ganz viel gelernt, aber hast noch Hemmungen, weiter mit Deutschen zu sprechen? Willkommen auf meinem Kanal. Heute erfährst du, wie du alleine zu Hause sprechen üben kannst. Dazu brauchst du aber ChatGPT kostenlose Version. Viele meiner Teilnehmenden kommen zu mir und sagen, dass die mehr zu Hause sprechen üben wollen, aber keinen Partner oder keine Partnerin zu Hause haben. Ich zeige dir heute, wie du mit ChatGPT deine Dialoge üben kannst. Das kann dir helfen, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereiten sollst. Zum Beispiel DTZ, Goethe und so weiter. Es gibt in jeder von diesen Prüfungen eine Aufgabe, wo du einen Dialog machen sollst. Heute üben wir diesen Dialog mit der KI oder mit deinem guten Freund ChatGPT. Du brauchst dafür nur dein Handy und die kostenlose Version von ChatGPT. Kurzer Hinweis: Schau dir dieses Video bis zum Ende an, dann erfährst du von mir noch einen kleinen Bonus. Lass uns starten. ChatGPT braucht sehr klare Anweisungen, was es, er oder sie, wie du magst, also es ist jetzt dein Freund oder ein Freund von dir, kannst nennen, wie du möchtest. Also, ChatGPT braucht gute und klare Anweisungen, was du mit dem System machen möchtest. Ich zeige das dir bei einem Prompt. Prompt ist genau diese Anweisung, die ich ChatGPT gebe. Ich habe also ChatGPT 3.5 auf meinem Handy und jetzt werde ich folgende Anweisungen dem ChatGPT geben. Jetzt starte ich. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Wir machen einen Dialog zusammen auf Deutsch. Du bist Partner A, ich bin Partner B. Der Dialog beginnt, wenn ich sage Start. Der Dialog endet, wenn ich sage Stopp. Hast du verstanden? Verstanden. Wenn du bereit bist, sag einfach Start, um den Dialog zu beginnen. Unsere Situation für den Dialog. Wir möchten zusammen mit dem Deutschkurs am Wochenende einen Ausflug machen. Wir wollen mit dem Kurs wandern. Wir beide organisieren die Wanderung. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Wir planen also eine Wanderung für den Deutschkurs am Wochenende. Ich bin gespannt darauf, wie wir das organisieren werden. Wir sollen folgende Punkte zusammen besprechen. Nummer 1, wohin reisen wir? Nummer 2, was besichtigen wir? Nummer 3, wo übernachten wir? Nummer 4, was essen wir? Nummer 5, wer soll zu der Wanderung kommen? Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Wir besprechen also die folgenden Punkte. Wohin reisen wir? Was besichtigen wir? Wo übernachten wir? Was essen wir? Und wer nimmt an der Wanderung teil? Los geht's. Start. Für unseren Ausflug könnten wir zum Nationalpark Schwarzwald wandern. Ich weiß nicht, ich glaube, Nationalpark mag ich nicht so sehr. Kein Problem. Wie wäre es dann mit einer Wanderung entlang des Rheins? Es gibt schöne Landschaften und historische Sehenswürdigkeiten entlang des Weges. Entschuldigung, ich verstehe dich nicht. Ich bin nicht so gut vertraut mit diesen Orten. Kein Problem. Wie wäre es mit einem Ausflug in die Eifel? Dort gibt es viele schöne Wanderwege durch Wälder und Berge. Wanderwege klingt super. Lass uns machen. Stopp. Wenn ich den Dialog stoppen möchte, sage ich wie bei meinen Anweisungen Stopp. Ich wollte dir jetzt zeigen, dass ChatGPT sehr gut die Aufgabe versteht und auch mit dir weiter sprechen kann. Du kannst bestimmt dem ChatGPT, dem System, sagen, dass du zum Beispiel nicht verstehst. Oder du kannst auch eine Anweisung geben, bitte sprich einfacher, bitte sprich langsamer. Du kannst auch ganz andere Fragen stellen oder du kannst auch ChatGPT bitten, dass ChatGPT dir Fragen stellt.
und so weiter. Es ist eine super gute Möglichkeit, mit dem ChatGPT oder mit der KI deinen Dialog zu üben. Wichtig ist, du sollst hier jetzt gerade sehr viel aufmerksam sein und du sollst auch deine Sätze richtig und korrekt bilden. Wenn du das nicht machst, versteht dich das System nicht. Das bedeutet, du sollst umformulieren. Wenn du das schaffst, dann schafft das System auch mit dir zu sprechen. Übe das zu Hause, schreib mir gerne in die Kommentare unten, ob das geklappt hat. Natürlich kannst du auch einfache Dialoge machen. Wir können mal zum Beispiel noch einen sehr, sehr einfachen Dialog anleiten, Anweisungen geben, zum Beispiel für das Niveau A2 Vorstellung. Lass uns nochmal das ausprobieren und dann kannst du es auch selber machen. Ich möchte mit dir einen anderen Dialog machen. Dialog soll auf dem Niveau A2 sein. Ich möchte, dass du mich zu meiner Person fragst. Es geht um Vorstellung. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Du möchtest, dass ich dich auf dem Niveau A2 nach deiner Person frage, richtig? Wenn du bereit bist, können wir mit der Vorstellung beginnen. Ich bin bereit. Guten Tag, wie ist dein Name? Hallo, ich heiße Darina. Schön, dich kennenzulernen, Darina. Woher kommst du? Ich komme aus, das verrate ich euch noch nicht, aber ich wohne in Deutschland. Ein Geheimnis. Genau. Oh, tut mir leid. Ich habe dich missverstanden. Du lebst also in Deutschland. Wie lange bist du schon hier? Ich bin seit 8 Jahren in Deutschland. Wow, das ist eine lange Zeit. Was machst du hier in Deutschland? Entschuldigung, ich verstehe dich nicht. Kannst du einfacher sprechen? Oh, natürlich. Was machst du hier in Deutschland? Und so geht es weiter. Also, man kann das System bitten, mit dir einfacher zu sprechen, langsamer zu sprechen, übersetzen und so weiter. Jetzt bist du dran. Probiere es aus und schreib mir gerne in die Kommentare unten, welche Dialoge du geschafft hast, ob du einen Dialog führen konntest. Ich freue mich auf deine Kommentare. Vergiss auch nicht, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, damit du auch weiter als Erste oder Erster erfahren kannst, was ich poste und neue Tipps für Deutschlernen bekommen kannst. Und jetzt mein kleiner Bonus, wie ich versprochen habe. Nachdem ich mit dem System gesprochen habe, kann ich den ganzen Dialog schriftlich sehen. Das bedeutet, ich kann lesen, was ich gesagt habe, was das System gesagt hat und ich kann auch ChatGPT bitten, meine Fehler zu analysieren. Das ist sehr, sehr gut für euer Deutsch, das ist sehr gut für den Lernprozess und nutzt es unbedingt. Ihr könnt das alles euch durchlesen, ihr könnt auch zum Beispiel das System bitten, dass das System für euch Fehler korrigiert oder ihr könnt es auch selbst zuerst analysieren und wenn ihr nicht versteht, dann bittet ihr das System, das euch zu erklären. Bleibt dabei und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen. Tschüss!